Am 20.11.2013 fand in der Kinder- und Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais Karlsruhe der Start der zweiten Phase des bundesweiten Förderprogramms Lesestart – drei Meilensteine für das Lesen in Baden-Württembergs Bibliotheken statt. Nach dem Eintreffen der Gäste begrüßte der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und Landesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands, Dr. Frank Mentrup, alle Beteiligten. Diese Aktion Lesestart besteht ja aus mehreren Phasen. Die erste Phase war, dass man vom Kinderarzt den einjährigen Kindern bzw. deren Eltern ein erstes Leseset aushändigt. Mittlerweile sind diese Kinder 3 bis 6 Jahre alt und es gibt jetzt in den Bibliotheken sozusagen den zweiten Teil dieses Lesesets. Als prominente Vorleserin konnte die Schauspielerin Christine Urspruch gewonnen werden. Ihre Rolle als das Sams in der gleichnamigen Verfilmung des Kinderbuchklassikers prädestiniert sie geradezu für diese Aufgabe. Danach übergab die Geschäftsführerin der Stiftung Lesen, Sabine Ühlein, eine Lesestart-Buchkiste an die Bibliotheksleitung. Lesestart bedeutet, dass wir Familien mit schon ganz kleinen Kindern motivieren wollen, sich mit Geschichten, mit Erzählen, mit Vorlesen auseinanderzusetzen. Und dafür schenken wir ihnen ein Lesestart-Set, damit sie das besser machen können. Zur Freude der zahlreichen Kinder verteilte ein tierischer Überraschungsgast schließlich die Lesestart-Sets 2. Ich finde, das ist ein sehr gutes Programm für die Bibliotheken, weil es ihnen die Chance gibt, sehr viele Eltern anzusprechen und eine Zielgruppe zu erreichen, die sie vielleicht bisher so nicht erreicht haben. Ich bin Ärztin von Beruf und ich kenne von viel Forschung, dass die Kinder verstehen sich besser. Und es ist sehr gut, nicht nur für die Kinder, sondern für die ganze Gesellschaft.